Kann ich mal grüßen? Ja, klar. Ob ich es grüße von meinen Kollegen die Mutter? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie man es an meinem wunderschönen bleichen Gesicht schon erkennen kann, bin ich nicht ganz auf der Höhe. Gestern hatte ich noch 39 Grad Fieber, heute kümmern sich schon wieder meine und auch eure geliebte Linzi um. Linzi, was sagen wir? Hallo? Hallo, grüß euch! Perfekt, deswegen habe ich mir gedacht, gar nicht viel Aufwand, drehen wir einfach ein Reaction-Video, die kommen bei euch auch sehr, sehr gut an, habe ich am wenigsten zu tun und das kann ich da ganz leicht umsetzen. Wegen der neuen Modemarke, Freunde! Ich werde in Kürze einen neuen Termin nennen, aber es wird 6 bis 7 Wochen dauern. Das sind die aktuellsten Infos, die ich habe. Ich werde auch noch erklären, warum sich diese verkackten Verzögerungen ergeben haben. Es passt schon so. Es heißt abwarten. Ich bin leider ein Mensch, der da sehr genau ist und sehr viele Ansprüche hat und dementsprechend verzögern sich dann auch gewisse Dinge. Aber wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Wir schauen uns heute wieder ein Video von Leon an. Wie viel ist dein Outfit wert? Rich Kid Edition. Also wir sehen hier schon lauter Stone Island Tüten, Sackerl, wie wir in Österreich sagen. Stone Island natürlich, meine Favorite Marke nicht. Bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Vermutlich Stone Island, oder? Rolex. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zum neuen Video. Heute drehen wir wieder. Was drehen wir nochmal, Zacker? Wie viel ist dein Outfit wert? Aber bitte! Sehr gut, er beweist Humor, taugt mir. Und ja, übrigens, ich habe einen neuen Kanal. Nicht wundern, ich schwitze übrigens, das ist die Grippe. Erster Link in meiner Videobeschreibung, dort lade ich ein paar Vlogs so, ein paar Sachen aus meinem Leben, wo ich so bin. Seine Schnack nicht so viel von direkt mit dem Video an, das ist klar. Perfekt. Wer ist du? Wie schaut der rein? So als würde er bei der Mathe-Matura bei der Abschlussfrage stehen und es war nur die Frage, wie heißt du? Wie nennt man die längste Seite in einem Dreieck? Nein, falsch, Hypotenuse wäre es gewesen. Was hast du für Schuhe? Na! Oh mein, na! 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 Ist das dein Ernst? Na! Jetzt weiß ich aber, warum ihr mir den Schrott geschickt habt. Na! Oma, komm mal kurz her. In deiner Jacke, eine Frage. Kommen dir diese Schuhe bekannt vor? Kannst du dir das vorstellen, das sollen Yeezys sein? Nein, das... Ja, du hast deine Yeezy jetzt nicht an. Wo sind denn deine Yeezy? Die habe ich gewaschen und die hebe ich auf für nächstes Jahr. Die sind blitzblankweiß. Ja, ich wollte nur wissen, ob du die Schuhe kennst. Nein, die habe ich ja nicht. Ja, die hat nur der Joel. Bist du deppert? Na. Und schier sind sie aus. Ja, aber wie? Na, wach. Schier. Diese Oreo für 220 gekauft. Ja, genau, gebitte. Für 220 gekauft. Hauptsache, weiß ich den Originalpreis. Ebay. Also das können wir uns gleich einmal sicher sein, dass die Kappe auch fake ist und die Gucci-Tasche auch fake. Und gekauft hat er sie natürlich auf Ebay zum Originalpreis. Okay, nice, egal. Zum Retailpreis gekauft bei Ebay. Die sehen aber schon ein bisschen gebraucht aus, oder? Ja, ich hab die auch schon ein bisschen länger. Ah ja, okay. Er weiß es aber ganz genau. Ach, scheiß Werbung. Bitte. Okay, deine Hose? Ich hab die von H&M. Oh, der hört sich. So eine Bikerhose, ne? Ja. Kaufst du generell Hosen eher bei Zara oder bei H&M? H&M. Oh, der hat nicht so viel. Bock nicht? Nee. Okay, alles klar. Dein T-Shirt? Von Calvin. Die geht einfach, der ist das wurscht. Nein? Ja. Das habe ich hier im Store in der Europapassage gekauft. Ich glaube für 60 oder 60 Euro. Sowas. Okay, nice. Deine Tasche? Gucci für 450. Ja. Beim Gucci Store, neuer Wahl. Okay. Und ja, mein. Muss kurz schauen. Für 210. 210, zeig mal von vorne. Dreh mal im Auge. Wie hart kann man posen? Oh mein Gott, das ist schon wieder so cringe, dass ich mein Leben nicht packe. Schau dir mal die Fresse an. Als wäre bei einem Face-Off der Leichtgewichte. Vorne hier so die. Ich wollte nur wissen, ob da ein Emblem drauf ist. Nee. Okay. Hat der was? Was hast du für die Kabine nochmal bezahlt? 210. Außer Fake Easy. 210. Ja, hast du noch irgendwie was? Nein. Okay Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein.
ich habe noch ein bisschen Bargeld. Bargeld? Oh noch. Ja. Zeig mal, ja. Na, allein jetzt wieder sein Gesichtsausdruck. Jetzt hier ein. Ich habe noch ein bisschen Bargeld. Ich habe noch ein bisschen Bargeld. Und jetzt, wie er schaut. Ja. Stell dir mal vor, du triffst ihn irgendwo. Auf der Straße. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Danke, Mann! Jetzt holt er da einzeln. Ist das ein Drogendealer? Oh, aber der läuft. Wo geht's gleich hin, Digi? Europa-Passage. Bisschen einkaufen. Bisschen einkaufen? Ja. Wohin? In der Europa-Passage? Calvin Klein. Ein paar Boxershorts, ne? Jo. Für den Mädelsmann, ne? Mhm. Ja, okay. Tschüss. Oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Verliert dein Geld bloß nicht, ne? Nein. Ja, okay, Joel. Das ist aber ein teures Outfit, ne? Ja. Das kann sich jetzt nicht jeder leisten. Also, so einer wäre bei uns in der Schule auf jeden Fall verprügelt worden. Ich meine, ich war auf keiner Schule, die sehr vorbildlich war. Weißt du das? Du hast ja auch hier so viel Bargeld mit. Ja, ich arbeite als Schiedsrichter. Als Schiedsrichter? Ja. Nice. Und wie alt bist du denn, Joel? 13. Ja. Als Pfeife. Das hat er jetzt nicht ganz richtig gesagt. Er arbeitet nicht direkt als Schiedsrichter, sondern er arbeitet mit dem Schiedsrichter zusammen. Als Pfeife. Also man darf erst ab 14 pfeifen, aber ich darf schon ab 13 in meinen Verein pfeifen. Du pfeifst drauf, was die Leute sagen. Du machst ja immer dein Ding, ne? Nice. Okay, feier ich. Joel, willst du mal irgendwas in die Kamera? Ja, mein Insta, unterstrich Joel, unterstrich HMB, unterstrich LG, unterstrich Zug. Joel, unterstrich HMB, unterstrich Pfeife, unterstrich. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Danke, Mann! Martin. Mhm. Luan. Luan, du siehst nicht aus wie Martin, Digga. Jede Lehrerin sagt das jedes Mal. No racist. Ja. Also Ex-Jugoslawien. Ja. Und was sind das für Schuhe, die du hast? Was sind Giuseppe? Den Namen haben wir auch fix nur bekommen, damit er in der Schule, die Eltern haben sich so gedacht, ja, unser Kind hat es leicht in Schule, nennst du ihn. Gib deutschen Namen. Martin, du bist Martin. Die Schuhe? Ja. Habe ich da hinten in Budapest gekauft. Also nicht aus Jugoslawien? Nein, die sind also noch original. Ja. Die kosten 550. Ja. Meine Queen? Ja, geht. Na. Bequem? Na, hat er nicht gesagt. Meine Queen? Ja. ich hör's nicht. Hat er das gesagt? Ja. Meine Queen? Ja. Bequem? Warum sagt man das? Das heißt Kuh. Bequem, nicht bequem. Geht. Man muss einlaufen. Also. Ja, sind auch todesheiß. Ja? Ja. Schwitzt man der ja. Ja, so riecht circa. Also, merk schon. Ich schwitze einiges noch raus. Fieber habe ich noch. Schon so ein bisschen. Nein, Mann. Also man kann die einen Tag tragen und dann ja, muss man so zwei Tage chillen. Ja. Chillen, ja. Ja. Ja, okay, nice. Deine Hose? Von Ansons. Ansons, ja. Ich glaube so ein Fufi. Fufi. Ja. Hast du einen Gürtel? Nein. MS-Gürtel? 4,50 Euro. 4,50 Euro? Nein, Mann. 4,50 Euro. 450. Ja. Der aus sehr funny gewesen, dieser Joke. Oder ja. Ja, okay, nice. Dein Oberteil? Mein Oberteil, glaube ich, auch von Ansons. Auch ein Fufi. Ansonsten habe ich ja noch nie gehört. Dein persönliches Lebensglück, von dem du das erreichst. Hast du dir schon immer gewünscht, in allen Bereichen deines Lebens glücklich zu sein? Möchtest du eine glückliche, erfüllte Partnerschaft, tolle Freundschaften und Bekanntschaften, Erfüllung im Beruf, Erfolg, aber auch im Ausland? Oh mein Gott! Möchtest du ein ausgeglichenes, erfülltes Leben führen? Möchtest du dir neue Träume verwirklichen? Nadja Hafendörfer. Wie kommst du dahin? Ich habe jetzt die Schlüssel für dich. Also nachdem es bei Germany's Next Topmodel nicht geklappt hat, hat die jetzt anscheinend ihre eigene Trainer-Seite. Die ist jetzt Life-Coach oder so. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erleben. Dein Glück. Spiritueller Workshop. Also Freunde, kann ich nur schwerstens empfehlen, allein rein äußerlich wirkt das für mich äußerst einladend. Vielleicht gibt es da noch mehr. Nein, ich glaube, sie hat da schon ihre Schönheit präsentiert. Wirklich eine sehr hübsche Maus. Oh mein Gott. Profi, ja. Ja. Ja, deine Kette. Mein Anhänger, 350. Ja. Meine Kette, 1200. 1200, ja, echt toll. Ja. Wie viel? 18 Karat ist das. 18 Karat? Ja. Okay. Dann mein Rolex-Ring. Rolex-Ring, ja. Kostet auch, glaube ich, 300. Und also vielleicht bin ich dumm, aber es gibt Ringe von Rolex. Sag ich zum ersten Mal. Eine Basic-Cap, 20 Euro. Basic. Hast du eine Uhr? Nein. Okay, Leute, Gesamtpreis von dem. Keine Uhr, aber einen Rolex-Ring, das ist wichtig. Na! Was ist jetzt schon wieder? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Das ist jedes Mal dasselbe Scheiß.
Lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was hast du für Schuhe? Gucci. Woher weißt du, wie die heißen, genau? Gucci Ace, zeig mal von der Seite. Ohne Applikation, Leute, was das bezahlt. 495, ne? 450. 450 Euro. Aus dem Gucci Store, oder? Ja, Gucci Store, hier. Neuer Wald. Okay. Okay, nice. Deine Hose? Replay. Ich glaube 100 Euro. 100 Euro. Kriegst du ein Replay? Ja. Okay. Was für ein Gürtel hast du? Zählte von der So, sagt man was. Bequem. Ja, hast richtig gesagt. Gucci. Gürtel. Zeig mal ein bisschen die Kamera. Ja, der ist nice. Also den Gürtel, den finde ich selber auch ziemlich cool. Ich habe den, also nicht mit dem Gucci-Emblem, sondern schwarz und rot. Aber der ist sehr schlicht, finde ich ganz schlicht, finde ich ganz nice. Und er hat noch eine Rolex am Start, wie wir hier sehen. Aber original. Ja. Kostet 270. 270 Euro. Oh, ich was spitze. Was haben wir noch? Dein Oberteil. 30 Euro. Ansonsten? Ja. Okay, was haben wir noch? Deine Uhr. Rolex. Rolex, komm mal ran, Digga. Zeig mal ein bisschen. Datejust. Was kostet die? 13. Persönlich gar nicht mein Fall. Rot, ich habe Fieber. Ich darf das. Silber und Gold gemixt. Ist so opermäßig. Aber vielleicht wird das wieder cool. Bist am Klo, Mann. 13. Nice, Digga. Okay, Leute, Gesamtpreis bin ich jetzt hier ein. Teures Outfit. Wie macht ihr das, Jungs? Hartz-IV-Regeln. Wer heißt du? Maurice. Du hast ein cooles Outfit an, so ein bisschen schlichter, ne? Ja. Whoa. Strich in der Landschaft. Eine Sache, die so richtig raussticht und das ist so ein Rucksack. Trink mal im Ohren, zeig mal. Ah, Bratan, Louis V. Ein, was für ein Rucksack ist das? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Beton, Vuitton. Alles dasselbe. Hat er den geschenkt oder? Also, ich hab den von ihm ausgeliehen. So. Ach so, das ist sein Rucksack. Ja, aber ich bekomme den jetzt wahrscheinlich nächsten Monat geschenkt. Kostet der Rucksack? Ich glaube 1000 oder so. 1000 oder mehr, ich weiß es nicht. Okay. Ist auf jeden Fall nice, sieht cool aus. Ja. Ist eigentlich auch ein Laptopfach drin? Nee, ne? Ich glaube ja sogar. Ich weiß es aber nicht. Okay, das ist echt. Ich glaube ja. Okay, Also die Kappe ist ihm viel zu groß, weil sonst müsste er nicht dieses Bändchen da so stramm ziehen, als würde er sich so mal einen Knöchel binden. Beim T-Shirt, was ist das für ein T-Shirt? Calvin Klein, habe ich für 40 Euro bei Ansons gekauft. 40 Euro, okay. Bitte, was ist Ansons? Ich höre das die ganze, kenne ich nicht. Ein Gürtel? Nein, nicht mehr heute. Mein Alter ist kaputt gegangen. Nicht mehr heute? War irgendwie vorher unterwegs, das Girl besucht oder so, nein, vergessen. Nicht mehr heute. Hose? Hose, H&M. Kostet? 20 Euro. 20 Euro. Kaufst du lieber Hosen bei H&M oder Zara? Zara eigentlich lieber. Ja, Zara lieber. Heute ist halt so. Ich finde beide nice. Also ich finde Zara und H&M machen schon ziemlich gute Hosen. Okay, deine Yeezys. Ja, die sind halt schon richtig dreckig, aber ich habe dafür 320 oder so bezahlt. Zebras, hast du im Resale gekauft? Ja, genau. Okay, du trägst ja auch Unlaced. Warum? Aber er steht doch so komisch da, gell? Ja, weil ich finde, das ist schon, also sieht besser aus. Ja, genau. Okay, nice. Was haben wir noch? Du hast ja noch so ein Gucci-Band. Was ist das denn? Das haben wir gerade bekommen, weil wir bei Gucci waren und haben da halt auch eingekauft. Also so geguckt. Ja, man sieht auch hier, du hast hier ordentlich eingekauft. Bist du bei Louis Balenciaga? Stone Island, Balenciaga und Louis Vuitton. Ja. Man hat anscheinend Geburtstag gehabt oder so. Dazu kommen wir gleich. Lass noch mal ganz kurz deinen Cappies. Noch 125 Euro D-Squared. Okay, Gesamtpreis. Ich rechne den Rucksack jetzt mal mit ein, Leute. Blende jetzt hier ein. Was ist das hier? Louis Vuitton, zwei Taschen. Kann er die überhaupt alle tragen? Jager, Stone Island. Fang mal hier an, was hast du da gekauft? Okay, da habe ich mir einmal ein Notizbuch gekauft, ganz normal. Ja, dafür habe ich 30 Euro bezahlt. 30 Euro, ja. Dann habe ich mir nochmal so ein Parker, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist ein Notizbuch? Reisepass, kann man sagen, also so Reiseinformation. Und dafür habe ich auch 30 bezahlt. 30 Euro, ja. Balenciaga, Speedtrainer. Aber wer kennt's? Geht zu Louis Vuitton und holt sich ein Notizbuch. Balenciaga draufsteht. Ja, was kosten die Speedtrainer? 500. Du willst abnehmen. Bla 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 bla. Easy Oreo für 220 Euro. Nice. Da hast du hier noch Stone Island, ne? Was da drin? Schal oder was? Nein, ein Pulli und eine Jacke. Ja, aber wieso zeigt er die Sachen nicht? Ja, Entschuldigung, aber für das hätten wir jetzt auch noch Zeit gehabt. Okay, was hast du dafür bezahlt? Für den Pulli 215. Fünf? Die Jacke, ich schätze mal so. Also 215? Also 400, glaube ich. Ja, okay. Ja, normal. Wie machst du das? Also ist ja jetzt relativ viel der Einkauf. So von meinem Vater viel Geld bekommen, aber halt auch, weil ich in den Ferien viel Job. Ja. Zahlen auf den. Okay, wie alt bist du? 13. 13? Mit 13 schon sowas. Also mit 13 war ich bei Kick einkaufen.
Mit 14 dann nicht mehr, weil da war ich irgendwie kickpeinlich. Ich weiß auch nicht mehr warum, aber. Ja, ja, okay, Digga, Maurice, ne? Oder Maurice? Maurice. Maurice, ja. Okay, Maurice, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Kann ich jemanden grüßen? Ja, klar. Okay, ich grüße von meinen Kollegen. Kann ich jemanden grüßen und dann schaue so rüber. Es wäre mega witzig gewesen, wenn er jetzt einfach wen gegrüßt hat, der neben ihm steht. Okay, kann ich wen grüßen? Ja, ja, klar. Hallo Philipp! Hallo! Und? Was war das für ein Lacher? Was war jetzt? Kann ich jemanden grüßen? Ja, klar. Okay, ich grüße von meinen Kollegen die Mutter. Nice! Nice! Okay, feier ich extrem. Nice, Digga. Und mein Instagram-Namen Maurice.schreck. So, Leute, das geil von ihm, okay. Maurice, ein absoluter Ehrenmann, habe ich. Ein absoluter Ehrenmann, feiere ich extrem. Feiere ich mega extrem, würde ich mir sogar selber kaufen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Grüßt die Linzioma mit Hashtag Linzioma. Und ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich hoffentlich keine Grippe mehr habe. Das war's von mir, euer Maximilian. Easy Oreo. Würde ich mir sogar selber kaufen.